Ja, Freunde, was geht? Euer Khaled hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ja, Freunde, wir haben uns jetzt bis auf einiges gut verbessert. Wir waren, glaube ich, auf 63er Wertung gewesen, haben uns jetzt hochgepusht auf 66. Wir sind verliehen worden von Manchester City, wie ihr sicherlich mitverfolgt habt. Und ja, Tabelle sieht nicht so gut aus, aber es kann besser werden. Und heute steht wieder ein Training Day an. Und ja, wir versuchen unser Bestes. Ich würde sagen, ich will nicht viel drum rumlabern, wie immer. Und starten mal direkt wie üblich. So, ja mal. Begrüßung, bla 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 bla. Ja, das wissen wir. So, Training beginnen. Das Ziel dieses Clubs. Flanken verwerten. Ja, Flanke ist ganz einfach. Sehr einfach normalerweise. Hat das Linksfuß? Oha, oha. Ach so, ah. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den noch steuere. Okay, der war gar nicht. Boah. Boah, was war das denn, ey? Exzellent. Flanke bewerten. Okay. Für mich sah es nicht so gut aus, aber egal. Ecken einbringen. Flanke, den Ball von der Ecke zu deinem Mitspieler maximieren, bla bla bla. Ecke ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Bis auf wenn da Gegner sind, aber egal. Positionieren für Markierung, oder? Ja, kennen wir auch. Kennen wir auch. Los geht's. Ein schöner Koffer war das. Ja, hallo, bis jetzt gar keiner reingegangen. Ey, warum geht keiner rein, ja? Trotzdem exzellent, egal. Kann man weitermachen. So, Training beenden natürlich. Wie geht's weiter? Zurück ins Zuhause, Penthouse oder so, wie auch immer. Lesen wir mal ein paar E-Mails durch, lieber Trainer. Bitte lass Mr. Alex diese Woche spielen. Er ist der Beste, danke. Nur FC. Okay, ich hätte jetzt verstanden, nur FC. Aber egal. Ich glaube, Mr. Alexander wird irgendwann mal ein Star, aber er ist noch zu früh, um ihn regelmäßig von Anfang an zu bringen. Ja, mal schauen. Heimspiel gegen Norwich City. Sind wir Ersatz oder sind wir kein Ersatz? Das erfahren wir gleich. Ich glaube, ich spiele wieder alleine. Ich hätte mal Bock. Ich bin wieder Ersatz. Oh Mann, oh Mann.
Das nervt. Das nervt wirklich. Halbe Stunde noch. Jetzt darf Alexander ran. Erwartung. Es sieht gut aus für Sie. Sie sind knapp vorne. Wir müssen und ein klar, Tor schießen. Hunter soll hier nochmal offensive Akzente setzen. Wird aber auch nach hinten arbeiten müssen. Achso, mit 10, 10, 10, 10. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gibt hier Vorteil für Williams. Spielmann. Tor. Ah, das sieht schade. So einfach aus, was sie wie hier steht's, machen. Wie aber steht's? Dieser Ballbesitz, Fußball. Williams! Steht 2-1 vor. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Mulumbu. Tete. Chatete. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Anita. Spiel doch. Ich wollte doch nur zurückspielen. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Boah, sehr schöner Pass. Kommt auch an den Ball. Mach den rein. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ey, das jetzt ist ein dünnes Abschluss. Matt Ritchie. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Sauber vom Ball getrennt hier. Lassen den Ball laufen, aber jetzt Scheiße, bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Egal. Ecke, jetzt könnte er den Ball reinbringen. Es muss Ecke gehen. Jetzt vielleicht. Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Sissoko! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Callback. Ein guter Doppelpass. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ich hab mich doch freigespielt. Richie. Jetzt wird's gefährlich. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Steh scheiße, Mann. Auf jeden Mann. Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Da ist er da und hat die Flanke. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Anita. Nein, zu spät. Jesus Gomez. Und er gewinnt den Zweikampf. Hä? Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder... Spiel doch! ...richtig Spaß zuzugucken. Wieso spielt er nicht, ey? Ich muss doch nicht immer da diese Anforderungstaste drücken, ja? Abpfiff, knappe Nummer.
Aber egal, wir haben gewonnen. Auch gut. Und zumindest einen Zweikampf geholt. Oh Mann, oh Mann. Und gar nichts geholt. Keine Wertung. Ah ja, sorry Leute, ich hab total vergessen, mich nochmal zu entschuldigen. Ich bin ein bisschen schlapp immer abends jetzt, wenn ich aufnehme. Weil ich trainiere, wie es vielleicht von meiner Insta-Story mitbekommen hat, trainiere ich es mir jetzt mittlerweile nur noch 2 Stunden an zu schlafen, was auf jeden Fall sehr, sehr schwer ist. Aber ich habe es jetzt mittlerweile 2 Wochen schon durchgemacht. Und es ist nicht so einfach. So wie du das Tor gemacht hast, ein tolles Gefühl. Oh ja, ganz sicher, Karen. Das war womöglich das schönste Tor der Premier League in dieser Saison. Manche Kritiker attestieren ihn mittlerweile ein zu großes Ego. Was entgegnen sie denen? Eigentlich nichts. Die schießen ja nicht diese fantastischen Tore, oder? Und eine Sache noch. Mich interessiert... Danke, Karen. Das war... Danke. Hey Mom, was gibt's? Du hast doch bestimmt die Nase voll vom Zimmerservice. Hast du gesehen, was die allein fürs Bringen verlangen? Harold? Alex. Dein Dad. Du weißt, er ist nicht gegangen, weil er dich nicht liebt. Harold. Er war ein toller Spieler, weißt du? Und dir sehr ähnlich. Mittelstürmer. Starker rechter Fuß. Glitt an Verteidigern vorbei, als wären sie nicht da. Oh, er liebte dieses Spiel. Vielleicht zu sehr. Er wollte so sein wie Jim. Aber nach der Verletzung... Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Iss. Okay, Freunde. Manchester City schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle. Lass die Zeit, Manchester City, Sieg. So, wir gehen zum nächsten Training Day. Und zwar müssen wir jetzt mal an unserer Defense arbeiten. Guten Tag! Okay. So, wir müssen ihn jetzt stoppen. Coole Übung, ne? So, das geht nicht. Ich bin zu viel zum Abzunehmen. Okay.
So knapp, okay. Ja, egal. Einsatz. Also Stärke haben wir auf jeden Fall sehr gut. Aggressivität ist auch ein bisschen besser geworden. Boah, die Deckung ist extrem schlecht. Und die Grätsche. Egal. Arbeiten wir dran. Ja, Leute. Wieder Training. Okay. Eigentlich würde ich simulieren, aber dann werden wir nicht so großen Fortschritt, glaube ich, machen. Aber ich mach's trotzdem. Ah, jetzt habe ich nicht aus simulieren. Ja, egal. Egal. Latte. Oh, zu viel. Wieder dazu. Was ist los, ja? Jetzt aber. Exzellent. Sehr schön. Drei Schüsse. Zehn Schüsse, okay. Wie halten? Gut gemacht. So. Beschleunigung. Oh, Beschleunigung ist gut geworden, ja. Auf jeden Fall besser geworden. Die Einheit ist jetzt beendet. Grazie. So, wie geht's weiter? Auswärtsspiel in Derby County. Super, dass Mr. Alexander in der Champions League von Beginn an ran darf. Ist vielleicht mehr sein Niveau als Premier League. Ha ha ha. Sehr witzig.
Wir sind in der Startelf. Wie geil ist das denn? Ich spiele mit Team, glaube ich. Ich spiele mit Team. Ich mache das abwechselnd, das ist dann besser. Mal Team, mal so. Wir sind Vierter übrigens, das ist sehr gut. Derby County ist Zweiter. Und uns den Auswärtssieg, damit wir tauschen können. Ne, fast tauschen können. Wir müssen auf jeden Fall den Anschluss kriegen.